Moin Leute, herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Runde von Minecraft Speedbuilder. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir nachbauen müssen. Mal gucken. Oh, das kenne ich noch gar nicht. Sieht aber nicht allzu schwer aus, um ehrlich zu sein. Eins, zwei, drei. Ich glaube, hier ist tatsächlich sinnvoll, diesen oberen Teil zu bauen. Dass man dann sozusagen daran alles setzen kann. Dann schön in die Ecken rein. Und dann ist es perfekt. Woohoo! Yay! Und die Zeit ist abgelaufen. Woohoo! Ach, dein Ernst? Kann man das denn nicht mehr wissen? Oh, das ist ja schon fast peinlich. Oh, das hasse ich, ne? Grün, rot, gelb. Oh, Mann. Vor allem, weil ich einfach finde, dass das Teil einfach zu groß ist für die Zeit. So. So. Grün, dann wieder das Rote erstmal machen. Grün, Rote machen. So, dann mal eben hier. Oh mein Gott. Komm her. Das ist das erste Mal, dass ich das Teil in der Zeit geschafft habe. Wow. Yay. Was hat der denn gebaut? Einfach was komplett Falsches. Ja, warum hattest du wohl 3%? 3. Okay. So, dann erstmal hier. Ah, ey. 1, 2. 3, zack. So, ich weiß nämlich, um ehrlich zu sein, gar nicht, ob das so richtig ist. Weil der Ganze ja noch einen Schirm oben drauf hat. So, aber ich probiere es einfach mal. Yeah, stimmt. Also momentan läuft's. Es kann aber noch richtig spannend werden, tatsächlich. Okay, 3, 4 und dann ist der schwarze Punkt da oben drauf. Ach Quatsch, das ist ja schwarz. Ups. So. 3, 4. Hier ist der schwarze Punkt obendrauf. Nein, so. Schnabel. Yay! Hier fehlen die Flügel und hier ist einer zu viel. Ja. Hier sind nämlich die Flügel richtig. Was? Ist es jetzt schon das Endbattle? Ach du Scheiße. Wenn sie meinen, dass das schon das Endbattle ist. Zack, fertig. Aber es hat ja nichts damit zu tun, wer jetzt erstes fertig ist, sondern wer in der Zeit das halt schafft. Und der wird das auch wahrscheinlich schaffen. Und da hat er... Oh ja, jetzt hat er ein Problem mit den Blöcken. Ah, er hat es noch rausbekommen. Gut. Und hier ist jetzt
Ja, das ist eigentlich easy peasy. Rechts und links. Ja, und unten halt die Enderschmörl. Ups. Das wollte ich natürlich machen. Zack. Ja, Quatsch. So. So. Und so. Fertig. Oh, Mann. Na, das ist auch leicht. Nur wird es natürlich immer schwieriger mit der Zeit, ne? Deswegen habe ich... Ich habe das am Ende auch ganz anders gebaut. Mittlerweile mache ich das so, dass ich die Ecken dabei setze, wenn ich den... Oh, scheiße, den Grünring setze. Das habe ich auch früher anders gemacht. So, und jetzt noch das Gelbe. Na komm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Stopp, fertig! Huhu. Das Schöne ist, dass man jetzt nicht mehr großartig auf was warten muss. Ah, das kenne ich auch. Sondern einfach nur auf den anderen. Also ich bin mal gespannt, wer bei uns mal einen Fehler macht. Kann auch genauso mit mir passieren. Weil es geht halt immer schneller, ne? Und hier, finde ich, ist das echt nervig, den Zaun zu treffen. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwie ein anderes Geheimnis gibt. Wie man das schneller bauen kann. Vielleicht erst die Kisten hinsetzen als Untergrund. Wuhu! Leute, das wird ja richtig spannend! Gelb, Rot, Schwarz. Ah, ja. Mach ich doch mal so. Alter, wie ich das gerade einfach nur mal um einen Block zu falsch gesetzt habe. Gelb. So. Ich muss auch ehrlich sein, das hat noch einen ganz anderen Grund, warum ich jetzt die Tage keine Videos gebracht habe. Weil wenn ich dann mal wach war für ein, zwei Stunden, habe ich auch momentan echt ein Anime geguckt. Da war ich... Och, du Scheiße. Blau, grün, gelb. Blau, grün, gelb. Rot, gelb, grün. Blau, grün. Gelb. Das ist sogar... Oh, Scheiße. Die Reihenfolge. Gelb. Nein. Nein! Mist. Mist! Ah, fuck. Ja, hier hast du gewonnen. Ja, hast du gewonnen. GG. Ich bin unten wahrscheinlich durcheinander gekommen. Ja, rot war unten. Mist! Aber zumindest war es durch sowas. Zumindest war es durch sowas. Oh Mann, diese blöden Colors. Vor allem, ich wusste nicht, dass die eine tatsächlich die Reihenfolge ist vom Inventar. Müsste man sich ja nur die eine merken. Okay, weiß ich jetzt fürs nächste Mal. Aber er hat gut gekämpft, muss ich sagen. Also da, er verdient auch den Sieg. Und die zweite Runde darf natürlich nicht fehlen. Wuhu, mal gucken, was jetzt kommt. Vielleicht gewinnen wir diesmal. Mal schauen, mal schauen. Ein Dirt House. Okay, 3x3. Zombie. Creeper. So. Zack, fertig. Entschuldigung. Ups. Oh. Achso, wer den Creeper zu behalten gesetzt hat. Oh Mann. Oh, das ist fies. Das hier geht nämlich wirklich nur ums Platzieren. Bei anderen Kampf ist es nicht. Ach, verdammt. Weil großartig schwer ist es ja nicht. Nein. Okay, jetzt. Da weiß ich auch, da habe ich auch ehrlich gesagt noch keinen richtigen Trick raus, wie ich das Unkraut hier am schnellsten platzieren kann.
Also ich mache es mittlerweile so, dass ich das Mausrad immer gedrückt halte, also die Taste zum Platzieren. Dann geht das. Aber es ist halt... Wer könnte wo rausfliegen? Eventuell jemand, der gar nichts gebaut hat. Wie kann man denn gar nichts bauen? Alter. Ja, GG. Vor allem, man sieht das ja an dem anderen. Okay. So. Dann ist hier sowas. Nein. So und so. Dann hier schön hochstempeln. Und sowas finde ich ist immer gut von unten zu setzen, anstatt von oben. Und man sieht, ist man damit auch recht erfolgreich. Oh Mann. Schon wieder so spät. Egal. Ich weiß nicht, ich persönlich habe das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel über Tag schlafe, dann bin ich nicht so ausgeruht, als wenn ich über Nacht geschlafen hätte. Das ist echt komisch. 3, 2. Wenn ihr übrigens irgendwelche Geräusche im Hintergrund oder so hört, müsst ihr euch nicht wundern. Ich wohne ja gleich bei Schienen und die werden momentan bearbeitet. Von der Straßenbahn, von den Schienen. Die sind momentan dabei, die zu schleifen oder sonstiges. Oh Mann, mich nervt das richtig, wenn ich aus Versehen den Doppelsprung mache. So, dann eben hier. Und zack. Was machst du da? Vor allem, wo hast du was fliegen gesehen? Ist ja schön und gut, dass er das anscheinend auch noch auf der falschen Höhe gebaut hat. Oh Mann. So. Das konnte ich mir am Anfang nie merken, ne? Mittlerweile geht das. Du musst das echt einmal richtig falsch bauen. Solche Buildings. Weil danach baust du die nie wieder falsch. Nein. Ich weiß gar nicht, warum ich das am Anfang nie auf die Kette gekriegt habe. Ach du Scheiße, mir fehlt ein Stein. Dann warst du da wahrscheinlich falsch. Hä? Ah, Mist, zu weit! Mist. Nein! Danke! Oh, knapp! 4 hoch. Und grün. Okay. Das Ding ist, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Innenfarbe ist. Aber, doch, die ist gelb. Sieht man daran, wie viele Steine mein Inventar hat. So. So. Ich weiß gar nicht, was für einen Trick es gibt, wenn man sie sich so am Rand sneaken muss. So. Ja, das. Oh, ja, da dürfte es nicht schaffen in der Zeit. Yes! Gewonnen! GG. Aber er hat es zumindest richtig gebaut. Ja. Aber egal. Also ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Macht euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!